Ja, meine Damen und Herren, es ist der 31.05.2019. Ja, und wir kommen hier einmal zu das, was sich hier die sogenannten Tagesmeldungen nennen, ja, der Nachrichten. Ja, und da haben wir natürlich auch einige Bemerkungen hier zu tätigen. Ja, es ist ja nicht jedermann verständlich. Nein, uns wird da auch nichts mehr verständlich. Ja, das ist nun einmal so. Nun gehen wir einfach mal in die Neuigkeiten des Tages. So ist es nun einmal. Ja, und dafür einfach mal Ton ab. Na bitte, es geht doch wunderbar. So, also Sie sagen, Sie schauen in die täglichen Nachrichten. Ja. Wie kann das sein? Ja, es hat sich alles verändert, ja. Ja, das ist so. Also ich sehe hier irgendwo, der ganze Klimawandel, der ist einfach weg. Da gibt es keine Nachrichten mehr als solches. Die Welt ist jetzt irgendwo völlig überrascht von irgendetwas anderes. Das ist eine Art von Ablenkung, da geht gar nichts mehr. Irgendwas, es muss irgendetwas geschehen sein. Aber was glauben Sie denn, was da geschehen ist? Ja, also es gibt ja auch die Formen der Kultur, Fremdheiten als solches, ja. Wir von unserem Institut, ja, wir sind da, da haben wir uns versucht, da einfach mal schlau zu machen. Ja, wir von unserem Institut haben gelernt, dass die Völker alle ein völlig unterschiedliches Umweltverständnis haben. Aber was meinen Sie denn mit einer Art von unterschiedlichem Umweltverständnis? Also ich weiß es nicht, ich lese hier gerade mal ein Kim Jong-un, ja, was für ein Unmensch. Ja, er hat jetzt wieder mal einen erschießen lassen, natürlich ja. Ja, ich nehme mal an, er behauptet sich dieses auch seiner Umwelt zur Liebe. Ja. Also meinen Sie jetzt noch, er hat ein Klimaproblem gehabt, ja, also Klima, also... Ja, das ist es. Man kann die Probleme auch shiften, das geht. Also vom Klima zum und ja, und das ist alles ganz anders. Alles verstehe ich nun gar nicht. Ich kann, nein, also was reden Sie denn da? Ja, nun hören Sie doch mal auf, nun kommen Sie doch mal zu unseren Untersuchungen, unseres Institutes. Wir, ja, sagen Ihnen da irgendwie mal, es gibt Anomalien anderer Einsichten von irgendetwas. Und ja, da bei anderen Völkern, da werden doch Umweltprobleme, ja auch das mit dem Klima, das wird alles ganz anders geregelt. Das ist nicht so wie bei uns. Also jetzt geht's mir, also jetzt was, also was reden Sie denn da? Ja, nun bleiben Sie doch mal ruhig, ich habe Ihnen das doch erklärt. Was ist denn mit Ihnen da nun so los? Ja, schauen Sie in das heutige Fernsehen, ja. Da sehen Sie eine völlig normale Beerdigung, es ist regulär, ja, es ist einfach so, ja, die Menschen tragen dieses Leid, das ist nun einmal so von den Dingen des Alltags, ja natürlich, irgendwann schlägt die Stunde des Schicksals zu und dann ist es nun einmal so, dann fließen die Tränen, ja, dann wird wieder gelacht, ja, und dann geht das Leben seinen Lauf als solches. Ja, so ist das nun einmal. Ja, es werden neue geboren, natürlich, ja. Aber jetzt mal was ganz anderes. Wie kann das sein? Also, ich sehe das auch im Fernsehen, natürlich. So etwas passiert ja. Aber andere Kulturen, da und das da? Ja, es ist den europäischen Auswanderern zu verdanken, dass sie uns auch dieses Wissen fremder Kulturen nach Europa getragen haben, dass wenn sie im Fernsehen natürlich mal jemanden sehen, der den Mülleimer herausbringt, also da sein Müllwerker oder sonst was, ja, das ist in Europa so. Ja, das, so ist das. Aber man kann das nicht immer verstehen. Was meinen Sie denn da? Ja, also ich kann, ich glaube, da müssen Sie jetzt mal aufpassen. Ja, also Sie sehen da vielleicht ja auch mal Bilder, da denken Sie, was macht der da? Was meinen Sie denn da? Ja, also, ich habe Ihnen das doch erklärt. Es gibt andere Kulturkreise, die erledigen ihre Klima- und Umweltprobleme auf eine völlig andere Art und Weise. Da glauben Sie, dass da einer mit einer Mülltonne rumläuft und Sie wissen gar nicht, was das eine Urne ist. Also jetzt hören Sie auf, jetzt reicht's mir. Wo haben Sie denn das nun wieder her?
Ich sag Ihnen es, weiß ich nicht. Es ist so, es ist nach unserer Studie nun erschlossen, dass die Kulturkreise ein völlig unterschiedliches Verständnis zu ihren Umwelt- und Klimaeinsichten haben. Ja, und die, wie wird das erledigt da irgendwie? Das habe ich Ihnen gesagt. Vielleicht fällt diese Tagesmeldung möglicherweise ja eine sogenannte Erschießung eines Kim Jong-un. Es kann ja nicht anders sich als wie mit Umweltgeschädlichkeiten hier verhalten. Man will sich ja da überhaupt nichts durcheinander bringen. Natürlich, ja. Schauen Sie noch einmal, ob das, was ein Müllwerker tut, nicht auch das ist. Also, Sie verstehen schon. Ja, aber jetzt bringen Sie mir was durcheinander. Ja, es gibt die, und Sie wissen das, ja. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ein Beerdigungsinstitut und eine Müllabfuhr. Das ist bei den Kulturen, wo Sie nach außen schauen, das ist da. Verstehen Sie das einmal? Das ist da. Ja, und Sie verstehen. Wie, das ist da nicht so, das Trend. Hören Sie doch mal auf. Ja, also wenn Sie scheiterhaufenartige indische Witwenverbrennung noch irgendwo im Auge haben, älterer Nachrichten, dann müssen Sie auch mal langsam eingesehen haben, dass es Kulturunterschiede gibt. Ja, nun schön. Also deshalb versteht auch niemand mehr eigentlich die Nachrichten irgendwie, kann das sein? Ja, das ist, wenn man alles in eins da irgendwo, verstehen Sie, und dann ist das so. Ja, und ja, also unsere europäisch Ausgewanderten nach Amerika, die haben das natürlich auch alles. Da können Sie jetzt mal sagen, es hat sich auch da ein völlig neues Verständnis von Kulturbewusstsein hervorgearbeitet. Selbst da muss auch der Europäer mal sagen, ja, was ist denn das? Das verstehen wir dann langsam auch langsam. Ja, also irgendwo, das ist dann irgendwie, ja. Es gibt immer Unterschiede, weil überall Unterschiede, das ist nun mal auf dieser Erde so. Natürlich werden wir auch als ein Unterschied der anderen gesehen. Ah, das ist mal klar. Uns sieht man auch ganz anders. Die anderen sehen uns anders. Ja, und jetzt haben Sie das, was ich Ihnen aus meinem Institut eigentlich mal sagen wollte. Die anderen sehen uns anders. Und das geht doch einmal umgekehrt. Ja, also muss ich da aufpassen, was ich da sehe, ja? Ja, Sie wissen es nicht. Das habe ich Ihnen gesagt. Aber jetzt hören Sie doch mal auf. Ja, das kann doch nicht sein. Du liest, wie kann das sein? Lösen die so ihre... Ja, das habe ich Ihnen noch gesagt. Passen Sie auf, jeder hat eine bestimmte Art und Weise, sich seiner Umweltprobleme zu entledigen. Ja. Das ist jetzt auch noch eine Erschießung, aber das kann doch nicht sein. Also ich weiß es nicht. Es ist, bei uns gibt es ein Gesetz, ja natürlich. Er war einsam, aber schneller und das Recht ihm hinterher. Und Sie müssen es so sehen. Da, was sich an Recht und Unrecht nachstellt, das ist eine Art von Umweltbereinigung. Dann geschieht das da alles noch mit Recht, was man so in den Zeitungen so liest. Und das nun auch noch. Erschießung mit Recht, irgendwas und das ist alles. Ja, das ist keine Anomalie. Wir sehen das als solches, aber da ist wieder, und Sie verstehen. Ja, dann danke ich Ihnen schön, also überall anders, ja, und auch das Recht und so. Und deshalb schütteln sich ja die Politiker auch in all diesen Unterschiedlichkeiten die Hände und sagen einfach mal, ja, wir verstehen einander da. Ja, das ist so, bleiben Sie uns wohl auf, ja, wer hat dem Mann, der all diese Erschießung schon vorgenommen hat, nicht schon die Hand geschüttelt, das wissen Sie. Das wissen Sie, einem Kim Jong-un. Ja, dem wurde hofiert, natürlich von allen Seiten, aller Völker. Es ist nur immer so, es geht mit Recht so, ja, und so. Ja, also jetzt, ja gut, dann haben wir es gehabt. Ich glaube, da reden wir dann auch nicht mehr drüber. Nein, wir können sich, oder Sie können sich auf unser Institut berufen. Ja, glauben Sie nicht immer, dass eine Mülltonne ist. Möglicherweise ist es bei anderen Völkern dann auch mal eine Urne. Schauen Sie besser hin. Ja. Ja, dann danke ich Ihnen schön. Dann haben Sie uns das ja ganz einfach erklärt, dass da mit dem sogenannten Beispiel Ihres Müllkastens und einer Urne. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Das ist ja wirklich verwunderlich. Ja, es gibt auch einige Menschen, da seien Sie mal auf, ne, passen Sie auf, ja, ob da nicht, und Sie verstehen, ja.
Ja, ich verstehe. Also jetzt Winterstreu oder so ähnlich, ja, das ist jetzt irgendwie, ja, das ist alles, die haben das jetzt schon langsam verstanden. Wunderbar, gut, dann haben wir das mal gehabt. Bleiben Sie uns wohl auf. Ja, Sie mir auch. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören das. Es gibt die Dinge, ja, die anderen sehen uns anders. Ja, bitteschön, das ist eine Überschrift und dann hat man das ja für den heutigen Tag auch mal verstanden. Die anderen sehen uns anders und dennoch mal umgekehrt. Bleiben Sie uns wohl auf, glauben Sie alles, glauben Sie überhaupt nichts, so ist es nun einmal. Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.